Wir stürmen den Laden. 3, 2, 1. Los, 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 los! Okay, ist alles, safe! Oh. Oh. Das sind. Dino-Tests. Ist Yoshi fressen? Yoshi? Er streckt seine Zunge raus. Was bist du denn für kleine Fratz? Kurzes Vorwort zu der heutigen Folge, beziehungsweise auch zu den vergangenen Folgen, seitdem wir in dieser Dino-Dimension sind. Da gab es immer mal wieder richtig hardcore technische Probleme. Ich konnte viele Sachen nicht umsetzen, die eigentlich so geplant waren. Und heute kamen da auch wieder x Sachen dazu. Hat leider nicht ganz so geklappt. Ich hätte da gerne mehr gemacht. Nichtsdestotrotz, wundert euch nicht, dass in der ersten Hälfte des heutigen Tages das Bild ein bisschen rangezoomt ist. Fragt nicht warum, es ist einfach Chaos. Aber meiner Meinung nach trotzdem eine nice Folge. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Freedom. Und bevor ich es vergesse, heute um 19 Uhr gibt es ein FIFA 17 Ultimate Team Livestream. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort wird nämlich gestreamt. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag in der Welt von Minecraft Freedom. Wir befinden uns immer noch in der Welt der Dinosaurier und haben hier scheinbar nicht nur Dinosaurier als Gegner, oh Gott, sondern auch ein paar ziemlich angriffslustige Dinosaurier, aber ich kann sagen, Zombies! Hallo Zombie, hallo Maudado, hallo, hallo German Let's Play! Hallo. Ich bin angriffslustig. Oh Gott, in der letzten Folge haben wir es. Au! Wow. Haben wir es tatsächlich geschafft, ein paar neue Jetpacks zu snacken. Und zudem müsste einer von euch noch diesen mega krassen Laser haben. Laser? Den. Achso. Ja, dieses Vorsicht. Wow! Oh! Oh! Nice! Uns geht's gut. Einfach mal da oben das halbe Dach weggesprengt. Läuft bei dir, Zombie? Ja, unsere Mission ist es immer noch, den YouTuber zu finden, dessen Aufenthaltsort wir irgendwie noch nicht so wirklich herausfinden konnten. Wir sollten zu bestimmten Koordinaten und die befinden sich in dieser traumhaften Kuppel. Aber ich sehe hier einfach keinen. Enderperle! Yay! Was? Oh, Enderperle! Oh, die kommt nicht weit genug. Ich sehe das gar nicht. Was ich aber sehe, Leute? Ja? Da blinkt was. Oh! Ein Regenbogen. Was? Ein Regenbogen? Ist das ein Regen? Kennt ihr immer noch Double Rainbow? Natürlich. Double Rainbow. What is Warnung, jeder Eindringling wird erschossen? Was? Maudado, gehst du vor? Ja, okay. Vorsichtig. Geht nicht auf. Warte mal, ganz vorsichtig. Es geht nicht auf? Ach so. Hä? Warum konntet ihr es auch machen? Du Hacker! Vielleicht bin ich auch einfach der Auserwählte. Alter. Ja, da musst du wohl vorgehen, Paluten. Oh, viel Spaß. Komm, wir bauen zu. Alter. Was ist das denn für... Nein, nicht zubauen. Bleib dicht hinter mir. Bevor es explodiert, lassen wir den Idioten allein. Ey, nicht, dass hier irgendwie eine Falle drin ist. Warte, zack. Ja, die habe ich auch gesehen. Das Geräusch. Eine Mini-Turtle. Hallo. Kann ich dich irgendwie... Oh. Sind die tot? Kraft OS. Kann ich hier was eintippen? Tatsächlich. Hä? Dance? Hallo. No such program. Ja. Hat jemand von euch Dance eingegeben oder was? Nee. Hier steht Hallo. Okay, wir müssen uns konzentrieren, Leute. Zack. Oh Gott. Okay, ganz ruhig. Warum hat der so viele Köpfe? Okay, ich sehe da irgendeinen Namen. Okay, Leute, macht euch bereit. Wir stürmen den Laden. 3, 2, 1. Los, 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 los! Okay, ist alles safe! Oh. Das sind. Dino-Tests. Ist Yoshi fressen? Yoshi? Er streckt seine Zunge raus. Was bist du denn für kleine Fratz? Hat jemand einen Euro dabei? Ich hätte gern einen Schokoriegel. Alter! Nee, hier sind Drachen drin. Ja, aber hier ist ein Automat. Ein Slime-Sandwich? Das esse ich direkt mal. Oh Gott. Nein, du kannst doch nicht alles essen! Mir geht's gut. Geil. Zombie? Ja? Irgendwas ist mit deinem Kopf nicht in Ordnung. Ach so, hups. Ich hab da vorne einen mitgenommen. So. Schicke Brille übrigens. Danke. Sieht aus wie eine Lesebrille. Warte mal, ich snack mir mal so einen Iron Coin. Und dann pack ich den einfach in den, in den... Zack. Ich hab eine Sprite, Alter. Oh, dann nehme ich auch. Nein, es ist kein Placement. Eine Speedpille. Nein, Manuel! Ha! Oh, geil. er ist doch gerade runter Hilfe, vom Awesome. Was Hilfe, denn? Ich porte mich. Hä? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Warte mal, was ist denn für ein Trip? Wollt ihr auch eine... Was gibt's für ein Clay?
und Gold. Ich habe auch ein Getränk, aber ich darf den Namen nicht vorlesen, sonst ist es eine Produktplatzierung. Nee, wenn wir dafür Kohle kassieren würden, dann wäre es eine Produktplatzierung. Aber wir kriegen keine Kohle dafür. Was habe ich bekommen? Ein Fruit Juice? Eine Flasche Bergdew habe ich bekommen. Mountain Dew. Ich wollte es extra nicht sagen, und dann so, Mountain Dew, ja, das meinst ja, du. Ja, nee, aber wenn man, es ist ja auch so, das machen die zum Beispiel im ZDF, im Öffentlich-Rechtlichen, sorry für diesen Random Talk, aber dass sie dann ganz viele andere Sachen aufzählen. Oh ja, Pepsi ist super. Oh, ich habe auch eine Sprite und eine Vanille-Cola, habe ich jetzt wirklich. Ja, alle super lecker. Und Red Bull, so, warte, lecker, was geht denn hier? Hier ist auch wieder Kraft OS. Wer wohnt denn hier? Mr. Kraft. Ketos? Träume ich da gerade? Ich habe gerade noch eine Runde. Erstmal, ja? Das ist eine geschlossene Einrichtung. Was machen Sie hier denn alle? Was? Oh Gott, ihr könnt ihn doch nicht einfach einbauen, Leute. Das ist doch ein super schlechter Eindruck. Das ist mein Schlafzimmer. Hier, es ist nicht sonderlich groß. Alter, geil, kommt rein, Leute, lasst da mal. Guten Tag, Sir. Hilfe! Was macht ihr denn da, Leute? Oh nein! Tötet ihn, sperrt ihn ein! Schön, dass er gleich mein ganzes Büro kaputt macht, mein Labor. Was macht der Junge denn hier? Alles gut? Es ist alles in Ordnung. Ich habe noch eine Runde geschlafen und nicht mit Besuch gerechnet. Vor allem nicht mit euch. Ewig nicht mehr gesehen, seit irgendwie. Kennst du mich noch? Varo, ja! Wo ich jeweils für 2 Minuten immer dabei war. Ich hab immer dich angeschaut. Ja, das waren Zeiten. Was? Ich hab immer dich angeschaut. Mich? Ja. Mich? Nein, nicht dich! Nein, er spricht mit mir. Ketos, was machst du denn hier? Und was hast du hier für eine komische Basis? Ja, anscheinend habe ich hier irgendwie... Seid ihr das Umbauteam? Ich habe neulich mal irgendwie geguckt, ob irgendjemand was hier renovieren kann. So, jetzt kann ich zumindest mal hier wieder rumlaufen. Leute! Hier, ich einen neuen Boden. Also, wir reparieren hier gerade. Zombie hat Renovierungsdrang, habe ich so das Gefühl. Ja, warte, jetzt hört mal auf, Ketos zu pranken. Die Tür auch noch weg, dankeschön. Denn was ich ganz interessant finde, sind diese komischen Dino-Testobjekte. Was sind das für komische Willis? Ja, ich bin hier irgendwann, ich bin hier hingekommen, weil ich hatte das Gefühl, ich muss mal raus und dann bin ich erst einfach hier aufs Land und so weiter und so fort und dann bin ich hier gelandet und das ist alles eine ganz, ganz lange Geschichte. Kurz gesagt, ihr seid in meinem Büro, in meinem Labor gelandet, auch in meinem Büro, weil ich muss ja trotzdem hier die ganzen Abgaben und Dino-Steuern sind unglaublich hoch in letzter Zeit. Jedenfalls, ich zeuge hier, klone und experimentiere mit Dinos. Mit Dinosauriern. Das ist perfekt, Ketos. Ich habe eine Bitte an dich. Du bist ja ein fescher Typ. Und wir wissen ja, dass du durch Varo mehr als Kampf erprobt bist. Ja. Und zwar, wir wohnen alle zusammen in dem traumhaften Dorf. Das Freedom-Dorf. Hast du vielleicht schon mal was von gehört? Auf jeden Fall brauchen wir noch Generäle. Meinst du? Weil das ist ziemlich praktisch. Wir haben auch Professor Ente, der macht auch Klone. YouTuber-Klone. Bist du eigentlich ein Klon oder bist du ein richtiger Mensch? Das wird erst in den nächsten 10 Folgen beantwortet. Okay. Dann lass uns. Kommst du mit uns? Ich habe eigentlich, also jetzt da mein Schlafzimmer kaputt ist und keine Tür mehr hat. Guck doch mal. Ist das hier? Wir haben es umgeräumt. Wow. Gratis. Wow, das ist fast schöner. Mit einer Blume. Eine kleine Handpflanze. Geil. Das ist doch geil. Das ist wirklich hübsch. Naja, da will ich eigentlich gar nicht gehen, aber natürlich, wenn ihr mal Hilfe braucht, dann... Ich kann zumindest garantieren, aus der Varo-Erfahrung heraus, der Kampf ist schnell vorbei. Und ob wir ihn gewinnen, ist eine andere Frage. Okay. Ketos, ich sehe gerade, du hast so einen richtig schmackotastischen Teleporter. Weil wir haben ein kleines Problem. Ich weiß eigentlich nicht, wie wir nach Hause kommen, Leute. Wir haben diesmal gar keinen Teleporter bekommen. Ketos, kannst du uns zurück ins Freedom-Dorf bringen? Ich müsste mal gucken, dass das hier... Ich habe den auch schon lange nicht mehr angeschmissen. Aber ich denke, wenn... Habt ihr die dimensionalen Koordinaten im Kopf, was das ich alles angeht? Ich hab die, angeht? Ja. Warte. Ist es Hazra oder Hazra? Ja, dann los. Okay. Alle rein in den Teleporter. Okay, dann alle rein. Yeah. Ich komme als letztes. Okidoki. Zündung. Ich habe ihm die falschen Koordinaten gegeben. Nein! Hast du ernsthaft? Nee. Okidoki. Geht das, startest du? Ich drück drauf. Freunde! Ich höre irgendwas. Hallo! Hallo, guten Tag! Alter, ihr seid wieder so mini-mies! Wie groß seid ihr denn? Ich bin wieder nackt, Warum ist er nackt und klein und warum...
Willkommen in Freedom Kedos! Hier, kleine Fratz. Hier ist alles ein bisschen anders. Guck mal, der macht Experimente bei uns, rette mich! Guck mal, ich habe auch einen richtig schönen Schwanz. Stimmt, geil. Ja, stimmt, wow. da hängt er hinten, aber der ist auch ganz schön. Willst du mal anfassen? Ja, ganz schön mal kurz rot ist ganz aus. Ja, der ist ein bisschen blutig scheinbar. Ja, ich weiß ein bisschen nicht, wund. Oh, scheiße. Ja, das kann sein. Vielleicht vom Aufprall oder so. Das kann gut sein. Warte mal, hier vorne sind die Kreuze. So weit sind wir nicht weg vom Dorf. Wir könnten hier einfach... Ach, Mann. Erstmal, haben das denn jetzt alle gut überstanden? Mein Teleporter hat auch kleine Nebenwirkungen hin und wieder mal gehabt. Deswegen vielleicht mal ich alle durchgucken. Ich hab nichts mehr im Inventar. Ach, deswegen ist Zombie nackt. Ja, meine Kleidung ist sogar weg. Das ist mein Jetpack. Das ist dann jetzt wohl Jetpack geklaut. Das ist irgendwo anders. Jetzt die. Hier ist so ein Schneeball. Bitte schön. Dann und guck mal, 200 Dias, die ich ganz bestimmt dabei hatte. Ja, die hin. Ja. 700 Dias. Wie kommen wir jetzt darüber? Lauf. Also Leute, ich möchte hier mal ganz kurz, nicht alles ist verloren gegangen, sondern ich habe immer in meiner linken Westentasche eingenäht zwei meiner weltbekannten Kedos-erzeugt-Dinge-Kapseln. Die sind patentiert so nebenbei. Und was ich dabei habe, Freunde, sind Jeeps. Ach, ja klar, ich verliere meine ganze Rüstung. Und sogar noch zwei. Ich fahr mit Daniel. Ja, ich bin auch ein ausgewählter Verlierer. Zeig bei mir ein Moderator. Beste Verlierer! Nein, oh Gott! Was ist das denn? Wir müssen ein bisschen weiter rechts! Ich bin Harry Potter! Weiter rechts! Ja, das ist unser Schaden. Meine Chips können auch fliegen, das ist... Ja! Nein, das ist die Magie. Oh Gott! Wow! Oh Gott! Wow! Vor allem, oh Gott! Ja, wir haben es geschafft! Wir sind da! Nein! Ich hab aus Schwarz... Oh Gott! Was ist denn hier los? Ich kotz gleich! Ich kotz! Ich seh nichts mehr! Hilfe! Ich muss aussteigen. Aus, oh Gott, ich bleib für immer hier. Ah, Leute! Hilfe! Wo sind die anderen? Ja. Ich weiß nicht. Manuel backt da vorne. Also ich gebe zu, die Jeeps haben noch ein paar Kinderkrankheiten. Die sind noch nicht ganz ausgearbeitet, aber okay. Zumindest fahren sie. Ich habe eine Frage an dich, Kedos. Ja. Sag mal, bist du verheiratet? Alter, nein, ich will den haben. Ja, dann habe ich was richtig Schönes für dich. Komm mit! Okay. Komm mit. Kedos, heirate mich. Nein, Kedos. Was ist denn los? Machen. Ich bin doch jetzt angekommen. Ihr müsst mir, wird man hier gleich verheiratet, wenn man irgendwie in das Dorf kommt? Komm ist das mit, so? Komm mit. Will wieder einer seiner Töchtern loswerden. Nein, was heißt das denn, loswerden? Kedos. Ich beobachte euch. Ist das eine Süße, oder? Ja, du hast hier die Auswahl zwischen Cameron, Waltraud Wolf und Cameron. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die sind alle, also... Was? So. Wann hast du die denn irgendwie? Wann sind die fertig? Wann sind die rausgekommen? die sind erwachsen. Guck mal, die ist Persönlichkeit witzig, Stimmung passiv, Persönlichkeit sensibel. Guck mal, du willst denn gerade das Kind? Oh Leute, ich glaube, ich krieg gerade einen Schlaganfall. Nein, kannst du mir doch nicht einfach ein Kind geben. Mir doch, kann ich. Ein Kind bekommen, Babyjunge. Warte, hier, die ist schön. Schlecht. Guck mal hier. Edgar! Zack. Das ist ein Schwein. Waltraud Wolf, was macht der Waltraud Wolf? Ist nicht von mir, Mann. Ach doch. Oh, du hast dein eigenes Kind vergessen? Hä, wann habe ich denn jemanden Waltraud Wolf genannt? Never ever. Bus Kedos hin. Kedos? Er flieht. Das Baby, das ist mir gerade, glaube ich, aus dem Fenster gefallen. Sekunde. Da. Nein! Du kannst doch... Kind! Kedos, du kannst doch nicht einfach ein Kind aus dem Fenster werfen. Ja, das war gut eingewickelt, das lebt noch. Okay. Was ist denn hier los? Das ist so wie diese Testvideos auf YouTube, wo man immer iPhones und irgendwas einwickelt. Das Auto backt! Oh Gott, das hab ich gewohnt! Aber ich will mich da nicht entscheiden, Paluten. Vielen Dank für die Angebote. Ja, ja, aber falls du dich entscheidest, dann komm erstmal zu mir. Ist das der originale Edgar hier? Ja, was? Das ist der originale Edgar. Manu! Und was auch ganz wichtig ist, meine Damen und Herren. Am morgigen Tag gibt es... Hilfe! Am morgigen Tag gibt es die angesprochenen Gerichtsverhandlungen. Und wen gibt es da Besseres als Kedos, der da entweder als Richter, Anwalt oder sonst was partizipiert. Übrigens, Leute, wir sollten eigentlich noch abstimmen. Da habe ich, glaube ich, das eine Mal die Abstimmung komplett verplant, ob Caitlin jetzt wieder freikommen darf oder ob sie weiter in den Minen schuften muss. Das könnten wir, das machen wir auch beim nächsten Mal. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Schaut unbedingt bei Kedos vorbei, unserem neuen Frischling. Bei ihm gibt's traumhafte Zusammenschnitte von zum Beispiel Scribblenauts
Oder das hattest du letztens noch angefangen, oder? Das habe ich mir zuletzt mal angeschaut. Ich schaue mir alles an. Von hinten bis vorne, von vorne bis hinten. Okidoki, perfekt. Ja. Und natürlich sind auch Zombie Maudado und German Let's Play verlinkt. Alle vier unten in der Videobeschreibung. Habt noch einen traumhaften Tag. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Der nackte Zombie da im Hintergrund.